Hallo ihr Lieben, heute machen wir wieder einen kleinen Beitrag für Facebook. Wir haben uns heute überlegt, wir machen das gleiche Prinzip wie der Pfalzstein, nur machen wir den Zoarstein draus. Wir sammeln uns verschiedene Steine in alle mögliche Größe und Formen, ist egal wie groß. Dann nehmen wir Farbe, es können Wasserfarbe sein, Holzstifte oder vielleicht Fingerfarbe, ganz egal. Dann malen kann ja jeder. Dann nehmen wir diesen Stein, malen den an, so wie wir das möchten. Also es funktioniert tatsächlich, ja. Es kann alles Mögliche sein, Herzchen, Tiere, oder sonst was, verschiedene Farben. So, dann nehmen wir den Stein und schreiben drauf. Ich habe jetzt mal einen fertigen. Nehmen wir einen Stift und schreiben hin Zoarstein. So. Und dann machen wir genau das gleiche Prinzip wie mit dem Pfalzstein. Den lassen wir trocknen und tun den wunderschönen Stein irgendwo in Roggehause oder im Heimbereich oder an der Werkstätte hinlegen und der Nächste kann sich den mitnehmen und dran erfreuen und vielleicht eine neue machen. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bleibt alle gesund. Tschüss!